Meine Herren, ihr wisst, was man uns nachsagt. Das heißt, wir wären weich. Man nennt uns Verlierer. Man nennt uns Waschlappen. Wer nennt uns Waschlappen? Ich natürlich. Und all eure Eltern. Ja, 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 ja! Heilige Scheiße! Das ist ja kochend heiß! Wir haben die Limo nicht gefunden und haben uns den heißen Tee geschnappt. Wieso gibt's heißen Tee in der Sporthalle? Scheiß der Geier, das brennt am Arsch! Das ist wie ein Strom aus Lava, Mann! Mr. Mike, 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 Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute möchte ich mal über eine neue Serie auf Netflix mit euch reden, und zwar Hoops. Ich habe mir gedacht, vom Cover her, wenn du noch nichts gesehen hast, kein Trailer oder sonst was, weil ich kenne den Trailer, ich habe den nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, hey, cool, da geht es um einen Coach, der ein Team, ein Basketballteam leitet, gell? Da haben wir gedacht, hey, könnte cool sein. Endlich mal wieder eine Serie, eine Cartoon-Serie, die was mit Basketball zu tun hat. Auf Deutsch. Super selten, super geil, hab mich voll gefreut. Ohne Erwartungen oder sonst irgendwas, einfach angemacht. Ich fand gleich die Synchronstimme von dem Coach sehr sympathisch. Es ist die, ich weiß nicht, wie der Synchronsprecher heißt, ist auf jeden Fall der von New Girl, kennt ihr die? Sehr lustige Serie, wie ich finde. Da ist er von einem, der mit in dieser WG wohnt, einer, der lustige Typ da. Wir sind ja alle lustig, aber ja. Ich habe einen Fehler gemacht, und zwar habe ich mir die Serie mit meiner kleinen Tochter angeschaut. Ne? Meine Tochter ist 5 Jahre alt geworden, und wenn du jetzt weißt, wie die Leute alle so in dieser Serie Hoops reden, merkst du schnell, das ist nichts für ein kleines Kind. Und dann habe ich erst gesehen, im Nachhinein, oh, das wird FSK wird angegeben ab 16 Jahre. Und das auch zu Recht. Es sind wirklich ein paar krasse Sachen, ein paar krasse Wörter, was die so raushauen. Und ich weiß nicht, ich habe es 2-3 Minuten habe ich das angeschaut mit meiner kleinen Tochter, und sie hat halt nichts verstanden. Zum Glück hat sich nichts gemerkt. Zum Glück hat mich dann nur noch so gefragt, Papa, was reden die da? Also sie hat wirklich echt nichts verstanden. Ich habe eigentlich schon, ich habe viel gelacht. Auch im Nachhinein, ich bin jetzt bei Folge 4, glaube ich. Es ist schon so mein Humor. Doch was halt wirklich echt sehr, sehr, sehr schade ist, es geht so wenig um Basketball. Das ist ja echt, das ist in meinen Augen schon echt fast eine Frechheit, wo man sich beschweren könnte. Aber beschweren würde ich mich nicht, weil ich finde es echt lustig. Es ist so meine Art von Humor. So ein bisschen dreckig, vulgär, ekelhaft. Es ist so mein Humor, verstehst du? Ich finde es echt lustig. Daher kann ich es empfehlen. Aber ich kann es keinem Basketball-Fan empfehlen, der jetzt wirklich Bock hat auf eine geile Basketball-Serie. Weil es hat mit Basketball so echt nichts zu tun, was so schade ist. Das Intro fängt voll mit Basketball an. Weißt du, er kommt da an und dann fliegt er mit dem Ball immer. Der dribbelt, hat einen Ball in der Hand die ganze Zeit. Und in der Serie dann, in manchen Folgen, kam nichts mit Basketball vor, nichts. Es geht halt wirklich nur um die Menschen. Ein richtiges Spiel hast du noch nie gesehen. So voll, hey, wieso? Wieso macht man denn eine Serie um Basketball? Nennt sie noch Hoops, und dann hat die Serie nichts, so rein fast gar nichts mit Basketball zu tun. Voll schade, voll traurig, voll so. Aber trotzdem, ich finde sie witzig, echt. Ich kann sie so echt nur empfehlen, aber nur, wenn du lachen möchtest. Nicht, wenn du Basketball-Action erwartest, da bist du echt total falsch. Aber ansonsten finde ich es echt lustig. Eine gute Serie. Feedback geben, eure Meinung. Mich würde es echt sehr interessieren, was ihr davon haltet, wer es schon gesehen hat. Wie gesagt, es ist wirklich, ja, vulgär. Ihr wisst schon. Also, selber auschecken, aber nur wer 16 ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike, Mr. Mike Production. Mr. Mike Production.